Da ist ein bisschen Gestein an der Wand. Gucken wir, ob wir auch mal Diamanten finden vielleicht. Titan. Kupfererz nehme ich mit. Titan. Titan sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Biere, ne? Wie so eine Brombeere, so eine blaue. Lecker. Brombeeren. Oh, Silber. Also ich muss sagen, man kann sagen, was man will, aber die Musik ist schon echt sehr, sehr geil. Du mich nicht so weit weg von meinen Seemöttchen. Denn wir reisen mal ein bisschen weiter. Bis über den Horizont. Na, bis über den Horizont hinaus. Und noch viel weiter. Denn vielleicht finden wir da ja auch ein bisschen mehr. Verstehe es? Ein bisschen mehr. Wir dürfen natürlich noch nicht zu weit weg von zu Hause, weil wir müssen uns ja auch was Essen herstellen und so, ne? Blub, 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 wie das alles aufblöppte. Ärgert mich ein bisschen. Oh, was ist das denn hier? Was zum Teufel ist das denn? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oha. Mal gucken, was wir hier so finden. Was ist das Schönes? Habe ich abgeschnitten, passiert nichts. Salzablagerung. Salz. Quarz. Nochmal Quarz. Was ist das hier? Achso. Windgras. Kann ich das scannen erst? Kann ich nicht. Ich dachte. Aber ich sollte nicht denken. Dieser Mann kann nicht denken. Aber das habt ihr euch schon gedacht, ne? Oh, Alter. Hier gibt es bestimmt richtig guten Stuff. Hier unten. Diamant wäre halt schon nice, ne? Und sexy. Oh, das nehme ich noch mit. Und dann gehe ich wieder ganz schnell nach oben, weil der Sauerstoff so langsam brenzlig wird. Ja, ja. 30 seconds to Mars. Seemöttchen, ich komme. Okay. Aber was hat er denn? Der soll abhauen. Hat er Probleme mit meinen Seemöttchen oder was? Dann gibt's gleich eine Schelle. Und dann ist gut. Dieser rote Baron. Oder wie auch immer. Okay, stelle fest, man sollte nicht während der Fahrt aussteigen. Das ist nicht gut. Man sollte schon immer das Bötchen anhalten. Oder das Schiffchen. So, an den Klippen gibt's immer Diamant. Mein Gott, was hat er denn? Wir haben das Reparaturkit nicht mit, ne? Gibt's hier vielleicht Diamant? Das ist kein Stein zum Abbauen. Aua, Alter, was? Was, wer? Wer hat mich denn da angegriffen? Warst du das? Nein. Was? Irgendwas hat mich angegriffen. Ah, das Ding da. Oha, das verschießt. Irgendwelche... Diese drei Penisse verschießt... Alter! Diese... Was soll denn das? Ich weiß, dass Diamant auf jeden Fall dunkler aussieht. Das haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. Und wir sind ja schon auf einer gewissen Tiefe jetzt. Ich weiß halt nur nicht, wo dieses Schiff ist, ob wir da wieder in der Nähe sind. Wie voll ist denn unser Inventar? Okay, da geht noch ein bisschen was rein. Ich will gar nicht wissen, was da alles so gibt.
Was sind das überhaupt für Dinger hier? Titan, okay. Welcome aboard, Captain. Welcome on board, Captain. Captain Iglo. Captain Iglo. Wir sitzen hier im Gummiboot und ruppeln uns. Weiß ich nicht, was wund. Hier war irgendwo noch was. Da. Natürlich, Titan. Was auch sonst. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Auf jeden Fall sieht es hier sehr, sehr gruselig aus. Gruselig? Ganz schön gruselig. Ich bin thirstig. Keine große Klippe mehr hier, ne? Als nur so kleine Sanddünen. Was ist das denn da oben? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Ich habe einen Schatten gesehen. Was war das zur Hölle? Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber was zur Hölle war das gewesen, bitte? Was ist das? Was vibriert hier? Was ist das? Nein, ich will nicht aussteigen. Alter, bist du bescheuert. Ich hab aus Versehen E gedrückt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Was ist das? Ist da was drin, was wir noch nicht haben? Schubkanonenfragment, warte mal. Haben wir das schon gescannt? Das haben wir schon gescannt. Natürlich kriege ich Titan, selbstverständlich. So, weg damit. Nein, Entschuldigung. So. Das dürfte Quarz sein, ne? Ich traue mich auch hier nicht weiter zu schwimmen, als ich mit meiner Seemotte sehen kann. So langsam sollten wir auch nach Hause, weil wir so langsam anfangen, Durst zu kriegen. Und ich habe keine Lust, hier zu verdursten. Deswegen düsen wir mal. Oha, was ist das denn? Was war das? Und was ist das hier oben? Hä? Wir sind hinterm Schiff. Waren wir hier schon mal? Juhu. Ja, Land in Sicht. Land. Was ist denn das für ein Geräusch? Warum vibriert hier alles? Was soll denn das? Seek fluid intake. Ja, ich weiß, I know. Was zur Hölle? Okay, ich sollte hier auf jeden Fall nochmal hinkommen. Fum, 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 fum. Wir düsen jetzt erstmal nach Hause, weil wir haben mega Durst. Ich weiß nicht, was dieses Geräusch ist, aber es hört sich nicht gut an. Schneller! Oha. Das Schiff kann es doch nicht sein, oder? Nee. Das Schiff macht doch nicht solche Geräusche. Oder? Ich meine, ich weiß es nicht. Und wie sie sehen, sehen sie nix. Und weil sie nix sehen, sehen sie morgen. Da ist noch das Schiff, glaube ich. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Was war das denn gewesen? Ih, das war merkwürdig.
Das war sehr, sehr merkwürdig. Warum ist das alles hier so dunkel und warum... Das wird alles so gerade gruselig und komisch hier gerade alles. Hör auf damit, Spiel. Lass das. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Nein, mein kleines Kämmerchen hier. Oh, jetzt wird's wieder heller. Ah, das ist doch viel schöner. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Energie. So viel steht fest. Ich weiß nicht, ob mehr Solarkollektoren mehr Energie bringen oder wie ich das damals hergestellt habe. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Oder ob wir erst irgendwas herstellen müssen. So, ich brauche erstmal den Blasenfisch jetzt wieder, ne? Betrinken. Oh, das Trinken muss ich mir irgendwie... Muss ich mir irgendwie eine Alternative suchen für Trinken und Essen. Dann sollten wir da mal demnächst mal irgendwie anfangen. Dass wir vielleicht einen Kühlschrank finden. Den wir scannen können, den wir dann nutzen können. Du kommst in meinen Mund. Das klingt falsch. Und du kommst auch mal mit. Das Beet wäre ja schon mal... ach, Inventar ist voll. Das Beet wäre schon mal sehr, 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 sehr hilfreich, weil da können wir bestimmt was essen. Welcome aboard, Captain. Da können wir ja bestimmt schon mal was essen, wenn wir das Beet irgendwie bepflanzen, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. So. Dann trinken wir mal was. Oh, wir haben noch 7 Energie. Oha. Wir müssen mal eben warten, bis die Energie wieder da ist. Gepökelte Nahrung? Machen wir mal einmal. Würde ich mal eben... Trinken. Vital signs stabilizing. Wo war das Gepökelte jetzt? Gepökelte Blasenfisch. -2, okay. Aber essen. 11 Energie, wir brauchen auf jeden Fall Energie, so viel steht fest. So, ich trinke nochmal eben schnell was. So, 45. Lass mal eben kurz gucken oben auf dem Dach. Weil das irgendwie füllt die Energie nicht richtig auf, warum auch immer. Weil warum? Okay. Ich glaube, wir brauchen mehr Solarzellen. So viel steht fest. Das können wir mal machen. Vielleicht bauen wir die hier oben drauf. Finde ich ganz hübsch hier, ne? Ist ganz cool geworden. So, schauen wir mal, was wir dafür brauchen, damit wir ein bisschen mehr Energie kriegen. Energie! Aber erstmal trinken. So. Das war's, ne? Ja. Mal da herstellen. Grundmaterialien. Ja, Glas, ja. Kupferdrähte und Kabelsatz, das ist alles ganz toll. Das brauchen wir alles gerade gar nicht. So, 189, das ist super. Vielleicht, ja, Leben füllt sich auch auf. Windegrassamen. Oh, wir haben Samen. Oh, warte mal. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Das sind Samen. Warum kann ich den da nicht einpflanzen? Warum geht das nicht? Wieso kann ich in den... Ich habe Samen, aber es geht nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Okay, packen wir erstmal aus. So, Quarz, 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 Quarz. Kupfererz. Kupfererz, Erz, Erz, Erz. Dann haben wir Blei. Schwerblende habe ich ja sogar groß geschrieben. Blei, 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 Blei. Dann haben wir Salz. Haben wir Salz? Salz hatten wir, glaube ich, bei Essen, ne? Ja, hier hatten wir Salz drin. Salz, 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 Salz. Können wir nicht, weil voll ist. Lithium brauchen wir auch nochmal irgendwie einen Schrank. Davon haben wir, glaube ich, viel zu viele mitgenommen. Die finden wir überall. Die müssen wir mal wegschmeißen.
zu viele davon. Genau wie die auch hier. Weil die findet man immer überall irgendwo. So, dann kann das weg. So, Silbererz und Gold haben wir noch. Gold ist hier. Gold, 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 Gold. Und Silbererz war hier. Zack, 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 zack. So. Dann würde ich mal eben schnell die Dings entsorgen. Die Korallen, den Korallenkram hier. Hui! Meeresverschmutzung, ja! Geil! Obwohl, das gehört ja zum Meer. Oh, so, da kann sich wieder irgendwas bilden. Wir wollten mal gucken, was wir brauchen für eine neue Solarpanel auf unserem Dächlein, ne? Was das kostet. Und die Batterie ist voll im Übrigen. Können wir die nämlich auch schon mal rausnehmen. Können wir die zumachen? Nee, okay. So, Geräte. Ist das Geräte gewesen? Nein, das war bei Ressourcen. Ah, nee. Quatsch, ich bin so doof. Ah, nee. Das war hier. Shot. Verstärkt die Struktur und verhindert das Eindringen von Wasser. Ein Shot. Okay. Verstärkt sogar die Struktur. Könnte man auch mal ausprobieren. Dreimal Titan und einmal Silikongummi. Silikongummi, haben wir das? Einmal Silikongummi und dreimal Titan. Titan haben wir ja genug. Warte mal. Probier das mal aus. Eins, eins, zwei, drei. Dann brauchen wir das Bautool, ne? Das ist das hier. Muss ich das aus... Wie war das nochmal? Muss ich... Ah, genau. Rechtsklick. War denn das Shot jetzt? Da. Opa. Ach so. Ach, das ist doch eine Zwischentür, oder was? Ach so, hier zwischen kann ich das nicht hinzimmern, oder was? Okay. Da geht das, da geht das, da geht das. Hier geht das nicht. Weiß nicht, ob es da auch gehen würde. Ja, kann man mal hier hin machen. Ja, plus 3 Hüllenstärke ist, glaube ich, ganz gut. Nehme ich mal. Ich hoffe, die Tür bleibt offen. So, aber wir wollten ja gucken wegen Solarpaneele, ne? Da, Scheinwerfer haben wir auch. Basisbefestigungsluftpumpe pumpt Sauerstoff von einer Basis mit aktiver Energieversorgung in ein angeschlossenes Leitungssystem. Ah ja, stimmt. Das können wir ja auch machen. Zweimal Titan, einmal Kupfererz, zweimal Quarz. Nehme ich mal hier 1, 2. 1, 2, 3, 4. Und zweimal Titan, ne? 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir können jetzt 2 von den Dingern bauen. Achso, das kann man auch schließen, okay. Da gucken wir mal, dass wir jetzt 2 Solarpaneele bauen. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie das nochmal... hallo? Ja, ich will hier rauf. Sag mal, das ging doch gerade. So, jetzt aber. Die Sonne steht wo? Okay, ich glaube, ich hatte das so ausgelegt, weil da die Sonne irgendwie aufgeht, ne? Oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Das vielleicht einmal hier hinbauen. So. Ja. Dann vielleicht ein andersrum. Vielleicht den Thomas andersrum. So, warte, weil die Sonne jetzt da ist. Das ist ja die Mittagssonne. Dann würde ich den vielleicht mal so hinzimmern. So hier so mittig. Guck mal, was er dazu sagt. So, Sonne ist auch 83%, oder? Na.
Aber immer noch 75%. Geht das nicht mehr? 75. Können wir die Basis nicht erhöhen? Also was den Strom angeht? Ah, nee, jetzt 225. Ah, okay, alles klar. Doch, jetzt, ja, ah, ja. Eine Insel. So, das heißt, wir haben jetzt über 200 Strom. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Gut, sehr, sehr gut. Bioreaktor. Komposiert organisches Material zur Energieerzeugung. Ist natürlich auch geil. Ist quasi wie bei Satisfactory, der Bioreaktor. Ist übrigens auch ein sehr schönes Spiel. Das könnte man eigentlich auch mal auf YouTube spielen. Ist auch so ein Endlos-Game, ne? Lebende Wand. Okay, dekorativ. Aber so kühlschrankmäßig und so ein Kram, das haben wir noch gar nicht, ne? Zyklop-Maschinenbauplan. Ja. Davon brauchen wir noch zwei Teile, dann können wir das bauen. Seemotte, lalala, Gravitationsfalle. Schubkanone. Verzerrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Kabelsatz und Titan. Pfadfinderwerkzeug. Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um den Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Das ist natürlich mega praktisch. Bei meiner Orientierung könnte das echt hilfreich sein. Hier ist die Luftleitung, von der ich noch gesprochen hatte. Ja, ja. Ist infiziertes Wasser. Chlorleiche. Okay. Ein bisschen erforschen wäre, glaube ich, ganz nice. Sollen wir uns vielleicht erstmal nochmal einmal den Wanz vollschlagen? Einmal richtig kräftig den Wanz voll. Einmal schwupps. Dich nehme ich mit. Und glupschi, 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 glupschi nehme ich mit. Und Blasenfisch nehme ich mit, wegen Trinken. Und glupschi kommt in meinen Mund. Schwimmt ja alles hier so schön gerade rum. Na. Schwimm nicht weg. So, zack. Zack, zack, so. Da ist noch ein Glupschi. Ich sehe dich. Hey, sag mal. Jetzt geht's aber los.